Ahoi, liebe Schottland-Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, ihr habt es gelesen. Wir wollen jetzt ganz offen drüber reden. Darum nicht noch einmal Schottland. Was waren unsere Erlebnisse? Wo ging die Route lang? Und so weiter und so fort. Und wann legen wir so richtig los mit diesem Fazitvideo? Nach dem Intro. Ja, wir sind zurück. Wir haben 13 Folgen gedreht über Schottland, die ja, wenn man so will, auch bei unserem Publikum nicht wirklich ankamen. Das muss man auch so sagen, ja. Wir haben aus dem Freundeskreis gehört, nee, Schottland, das wäre gar nichts für uns, wobei wir immer behaupten würden. Also einmal muss man Schottland schon erlebt haben. Das ist schon ein sehr interessantes Land, aber wir haben es ja auch geschrieben, für uns nicht noch einmal. Und da ist die Frage, wieso sagen wir nicht noch einmal? Ja, nicht noch einmal. Auf jeden Fall meinen wir das Ganze mit dem Camper, mit dem Wohnmobil. Wir hatten eine schöne Zeit. Wir hatten 17 Tage Schottland und so ein paar Tage England. Also so dann Anreise und Abreise. Aber mit dem Wohnmobil, nee. Also das war eine Fahrerei, die... Ich sag mal, an Buggy ganz schön gerüttelt hat. Straßen sind katastrophal. Also. Und zwar auch. Kraterweise. In England auch schon. Ja, also genau. Nicht nur Schottland, England auch schon, aber also, Schottland ganz schlimm. Wenn du fährst, musst du dir das vorstellen, du fährst so. Das geht die ganze Zeit so, weil die Straßen sind nicht gerade gebaut. Ich weiß nicht, ob sie die Walze nicht irgendwie richtig eingestellt haben oder sowas, oder ob sie besoffen waren, nee, weiß ich nicht. Wie heißt es schön, das waren ja früher Wege, wo die Pferdekutsche lang, da hat man einfach Pferd rüber gemacht. Ja, genau, hat auch mal jemand gesagt, das stimmt irgendwie, es ist auch richtig. Und dann sind dann diese, Single-Track-Roads, das waren sehr, sehr viele, das hatte ich mir weniger vorgestellt, muss ich zugeben, aber das liegt dann auch so ein bisschen an meiner Einstellung, ich habe mich nicht genug informiert darüber, also alles gut. Und dann war das Problem, dass diese Straßen dann auch riesen Krater drin haben. So eine Schlaglöcher, so breit und da ballerst du durch. Also, ich sag mal, das Fahrwerk, das musste ganz schön arbeiten. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und dann musst du ja auch in die Gräben ordentlich reinfahren. Ne? Also, weil wenn du Single-Track-Roads hast oder sowas, willst du ja den Spiegel noch behalten. Also fährst du schön dann links, nicht rechts. Du willst nicht auf Dirk machen, verstehe ich gar nicht. Na, ist gut. Wer weiß, wo das passiert ist, wie das passiert ist. Also die kommen halt auch diese Sprinterfahrer um die Ecke. Ja. Und wir haben mehrfach eine Vollbremsung hingelegt. Also ich habe bestimmt so 15 bis 20 Vollbremsungen mit ABS-Einsatz und allem drum und dran. Die Sachen flogen durchs Auto. Also schon cool. Also klar, Sachen ums Auto fliegen. Ja, klar, kann man jetzt sagen, ist nicht richtig festgemacht. Stimmt. Habt ihr recht, aber Jacken und so weiter, irgendwo muss es halt liegen und das fliegt halt nun mal durchs Auto. Ja. Das muss man dazu sagen, das lag aber an der Route. Ich glaube, hätten wir nur die Ostküste gemacht, dann hätten wir gar nichts gesagt. Weil nee. Die Ostküste, traumhaft. Da waren die Straßen wunderbar, bis auf die letzte Tour, aber das war ja dann in England. Aber wo da gehen wir jetzt gleich bei der Route nochmal drauf ein. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Aber wie gesagt, nochmal nicht mit dem Van. Vielleicht eine Kreuzfahrt dahin hätten wir Bock, aber nicht mit dem Van. Ja. So Marcel, jetzt haben wir ja so viel Negatives besprochen, jetzt müssen wir auch mal was Positives besprechen. Wie hat dir denn Schottland so selbst gefallen? Also Landschaft und die Gegend, die Leute. Erzähl doch einfach mal. Das heißt, du bist diesmal fürs Mimimi zuständig. Ja. Das ist sehr schön, das mache ich das immer. Also landschaftlich gibt es Ecken in Schottland, die einen richtig geflasht hat. Andere Dinge kann man auch wieder sagen, vielleicht macht man den Fehler, wenn man vorher in Norwegen war. Man darf es natürlich nicht vergleichen, die Länder, das sowieso nicht. Ja. Aber da kommt so Wasserfälle, da denkt man sich, naja, schön, Wasserfall. Ist jetzt nicht das. Aber was mich richtig geflasht hat, war diese Kokosnusspflanze. Keine Ahnung, wie die jetzt hieß. Stechgingster, die gelbe Pflanze, genau, die wir... Dieses giftige Zeug. Ist giftig, genau. Und die ihr auch überall gesehen habt, an den Hängen und so weiter. Die gibt es in ganz Schottland. Also ganz UK sogar. Oder aber in UK. Schottland ist so Hammer. Also dieses Gelbe, natürlich das Grüne. Wir waren jetzt noch nicht in der Hauptsaison da, wo es richtig grün gewesen wäre. Aber das, was wir schon hatten. Und wie gesagt, für mich absolut up done it had. Beziehungsweise, ich vergesse mal den Strand, wo wir waren. Blende ich euch ein. Dunsby, ich weiß auch gerade nicht. Auf jeden Fall, eigentlich ab dem Strand. Görlitz?
Dörnes. Dörnes. Da fällt es uns doch mal ein. Ab Dörnes muss man sagen, ja. Da ist es dann richtig schön geworden. Der Old Man of Stir, obwohl es regnender war. Traumhaft, war schottisches richtig. Wetter. Und da muss ich sagen, das war richtig cool. Highlands muss ich sagen, wie gesagt, da denke ich an Schottland, an Norwegen. Das finde ich da angenehmer. Aber sonst, es ist schon genial, was es hat. Die ganzen Burgruinen, die es da gibt und auch die normalen Schlösser. Also man kann mehr als 3 Wochen definitiv dort verbringen. Ja. Und das war cool. Aber wie gesagt, für mich Ostküste, absolutes Highlight. Mhm. Weil es war ruhig, die Strände. Wetter hat auch perfekt zusammengespielt, also war mein Highlight. Was hat dir gefallen in Schottland? Also Ostküste auf jeden Fall auch, das waren auch die ganzen Steilklippen und so weiter, das war schon beeindruckend, dass man da auch schön lang gehen konnte, das war cool. Sonst, ja klar, also so ein paar Highlights, so Isle of Skye fand ich den Punkt, wo wir mit dem, wie hieß es, Nice Point, also sprich der Leuchtturm, das war schon echt schön, tolle Leute kennengelernt, das gab es nochmal extra dazu. Also es war schon toll, aber es stimmt schon, ach ja, Edinburgh war auch mega. Gleich am Anfang, also darf man nicht vergessen, wirklich, also dieses Harry Potter-like und so weiter, das war schon cool. Die einzige Stadt, die wir überhaupt besucht haben, ja. Glasgow haben wir nicht gemacht, auch die anderen Städte haben wir nicht besucht. Wäre vielleicht auch nochmal irgendwann eine Reise, allerdings nicht mit dem Wohnmobil, das haben wir gesagt. Liegt aber auch nicht am Linksverkehr. Also Nein, Linksverkehr fand ich jetzt nicht schlimm. Das mal vorweggenommen. Wie heißt es schon? Die 8 Kilometer, die ich gefahren bin, fand ich auch nicht schlimm. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist halt, da kann man sich gut dran. Wobei durch Inverness könnte ich überhaupt nicht, wäre mit dem Auto durchgefahren. Das hat uns jetzt nicht so gepackt. Und es war teuer, weil man hat da Schuhe gekauft. Ja, du, ne? Du brauchtest unbedingt Schuhe, ja. Ja, jetzt wollte ich mal sagen, was hat das überhaupt alles gekostet? Da wollen wir klar drüber reden. Und das sagen wir euch einfach jetzt. Stefan hat es gesagt, wir waren theoretisch 17 Tage in Schottland unterwegs. Insgesamt waren wir 21 Tage unterwegs und haben pro Tag 112 Euro bezahlt. Ja. Mhm. Das ist schon teurer als die anderen Urlaube, die wir gemacht haben. Da waren wir meistens so bei 100 Euro. Ja. Aber absolute Preistreiber ist zum einen die Fähre. Ja. Und die hat uns nämlich knappe 860 Euro gekostet. Und ich glaube, Diesel war auch nicht zu verachten. Ne? Tanken ist gleich der nächste große Sache. 625 Euro nur fürs Tanken. Aber was günstig war, habe ich zumindest so im Gefühl, das war das Einkaufen. Das fand ich echt günstig. Ja, die Lebensmittel, also man überlegt sich, wie wir sonst unterwegs waren. Ja. War Lebensmittel immer ein sehr hoher Posten. Ja, das war hier nicht so. Diesmal auch. Klar muss man Essen gehen eigentlich dazu rechnen. Das haben wir auch mal rausgenommen. Nur die Lebensmittel, das Einkaufen. 400 Euro Essen gehen waren wir bei 100 Euro. Knapp 500 Euro, also 150 Euro weniger, als wir sonst bezahlt haben. Allein wenn ich an Kroatien, Österreich denke, da war es weitaus teurer. Genau, und wir hatten das teure Cider. Das darf man auch nicht vergessen, weil normalerweise kaufe ich ja nicht unbedingt Alkohol oder sowas ein. Da haben wir ja unseren Wein mit, aber das war halt meine Ausnahme. Ja, du bist ganz schön... Du hast einen Cider-Spleen bekommen. Ja, ach, das ist schon was Leckeres. Unfassbar. Ja, auch was diesmal relativ hoch ist, war natürlich Camping und Stellplätze. Wir haben 200 Euro für insgesamt bezahlt. Muss man dazu sagen, 30 Euro war ja alleine Mars Louis, 60 Euro war schon Edinburgh, weil das waren schon die großen Preistreiber. Sonst. Und dann darfst du nicht vergessen, wir haben immer mal wieder an Parkplätzen gestanden, die halt 10 Pfund gekostet haben. Aber dafür durfte man da stehen und das fand ich natürlich dann dafür auch sehr schön. Ne? Ja, wenn du das dann wieder durchrechnest, dann ist das okay. Ich habe jetzt hier keine, ich muss mal ganz kurz, jetzt hauen wir ab hier mit der Fliege, durch 21, wir haben keine 10 Euro pro Nacht bezahlt. Ja, das geht. Also, weil wir oft genug auch Glück hatten, wo wir gar nichts bezahlen mussten. Ja. In der Regel haben wir immer so 12 Euro, wenn wir so auf einem normalen Stellplatz, diese 10 Pfund, ungefähr 12 Euro kann man sagen. Ja. Und diese Stellplätze, ich glaube, mein Mann war erfreut, was ich so für einige Plätze da rausgesucht habe. Ja, aber ich glaube, du mit dem einen, den ich rausgesucht habe, das fandst du auch gut, ne? Im West Highlands. Ach, da oben. Also ein Klick, der Ein-Klick-Parkplatz. Wir haben einen Klick gemacht und dann habe ich gesagt, ach guck mal, der passt doch. Und dann haben wir den ausgewählt. Der war Bombe. Ja, ich wusste es nicht. Du hast ja auch da navigiert. Also genau. Ich bin ja da gar, ich hab ja nee, gar nicht navigiert hast du. Ich habe eine geschickt. Ach ja? Ja.
Oh ja. Gut, dass du mir das sagst. Ja. Sonst Parken, ja, haben wir 40 Euro bezahlt. Ne? Weil gewisse Sachen musstest du halt auch parken bezahlen. Wobei auch dort sehe ich gerade, naja, das Glenn-Viadukt, das war das teuerste mit 10 Pfund. Ja, für ein paar Stunden dann nur. Ne? Ja. Also, ja. Und sonst. Gut, du hättest auch übernachten können da. Also, das wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen. Nee, du durftest am Glenn-Viadukt durftest du nicht übernachten. Nicht übernachten? Nein. Ah, okay. No Overnight Parking. Ah. Das ist auch sehr oft, muss man sagen. Also man merkt es schon. Wir hatten ja auch einen nicht so tollen Erlebnis, wo wir uns mit Gabi und Matze einen Abend verbracht hatten. Da waren Schotten, die halt keinen Bock auf Camper haben. Das muss man sagen. Es ist einfach extrem voll. Ja, das haben wir ja selber erlebt. Das ist das auch Thema mit diesen Single-Track-Roads. Da kommen dir dann 100 Camper auf so einer Strecke entgegen und du bist nur am Stehen, nur am Anhalten. Und den Einheimischen geht es ja genauso. Ne? Das ist halt Die haben es ja noch viel schlimmer, weil die es andauernd haben. Genau, das schade ist das dann natürlich für die. Also 2,4 für 21 Tage kann man echt nicht meckern. Und wie gesagt, bei der Fähre, wenn ich euch eine Empfehlung geben würde, würde ich euch wahrscheinlich eher sagen, nutzt vielleicht Hock von Holland Harwich. Genau, das ist seid da ein bisschen weiter unten. Aber ihr müsst ein bisschen mehr fahren. Aber weitaus günstiger und wie gesagt, unbedingt auch wirklich in den Niederlanden tanken. Es ist günstiger als in England oder halt in Schottland. Definitiv. Ja, das zu dem Thema Preise. Ja, und ich glaube, wir haben auf jeden Fall euch noch was zu erzählen. Mhm. Und zwar, was trägt der Schotte eigentlich unter seinem Kilt? Ja, denn da sind dieses Geheimnis konnten wir lüften, dank Ronny. Bevor Stefan die Hosen runterlassen muss, na, ich hoffe nicht, für den Rock, auch nochmal allgemein, wir haben Geld abgehoben, wir haben 300 Pfund abgehoben, das ist ungefähr 360 Euro, das haben wir in Edinburgh gemacht. Das war für uns schon mal ein Fehler, würden wir euch auf jeden Fall nicht empfehlen, holt bitte kein Bargeld in Schottland ab. Holt euch das in Großbritannien ab, weil das... In England. Ja, genau, in England, Entschuldigung, natürlich ist das Ganze. Aber wirklich in England, weil sonst kriegt ihr schottische Pfund. Für England sind das schottische Pfund, das genau. Und die sind leider nicht als offizielle Währung anerkannt. In Schottland, ja, alles gut, natürlich gar kein Problem. In England könnt ihr Probleme kriegen, Wales und so weiter sowieso. Und in Deutschland, wenn ihr das zurücktauschen wollt, keine Chance. Nee. Deshalb empfehlen wir euch kurz bitte in England. Und es macht auch Sinn, Bargeld zu haben. Also wir konnten viele Sachen, Restaurants, das konnten wir überall mit Kreditkarte bezahlen. Ja, aber so ein bisschen mal Bargeld war ganz gut. 300 Pfund war zu viel, haben wir gesagt, das nochmal dazu, weil es hätten auch 100 Pfund getan. Also 100 Pfund am Anfang, vielleicht 150 die Hälfte, weil man hat doch das eine oder andere. Und was man eigentlich eher gucken müsste, Münzgeld, das macht ab und zu mehr Sinn. Sonst parken konntest du fast überall mit Kreditkarte. Ja, das ging immer. Richtig cool. Ja, und weil wir ja jetzt, schottisch ist ja auch schottisches Geiz, ne? Und so kommen wir langsam zum Beinkleid des Schotten. Genau. Und wir hatten ja einen Auftrag, ne? Und zwar die Mädels, liebe Grüße, in den Norden wollten ja wissen, was trägt der Schotte denn unterm Schottenrock? Und du hast einmal runtergeguckt. Ich habe runtergeguckt? Oh je, da wäre ich ja verhaftet worden für. Hast du nicht? Habe ich nicht. Woher weißt du denn dann, was der Schotte unterm Kilt trägt? Ja, wir haben da Ronny ja kennengelernt. Und der hat einen Rock angehabt? Nee, der hat keinen Rock angehabt. Aber der hat einen Schotten kennengelernt. Und bei dem hat er das mal nachgefragt. Und tatsächlich ist es so, alle Schotten tragen Unterwäsche darunter. Das war mal eine Zeit lang so. Das kommt noch so aus der Kriegszeit, hat er, glaube ich, erzählt. Genau. Und zwar hatte man dort so ein bisschen... Probleme mit irgendwie juckenden Leinen oder irgendwie sowas. Genau, oder das waren irgendwie 20-fache Leinen, die man halt da drunter getrunken hat. Das war sehr halt unangenehm oder so. Schwitzig und alles. Und man hatte auch keine Bewegungsfreiheit, muss man sich vorstellen. 20 Leinen, eine riesen Windel, hätte ich gesagt. Ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Also von daher, damals hatte man das dann nicht an, jetzt hat man das an. Und auch alleine aus hygienischen Gründen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn da jemand auf einer Bank gesessen hat, der dann da seinen Allerwertesten hin platziert hat, vielleicht ein bisschen mehr dazu. Ja, in der Regel hat er den Rock ja trotzdem drüber. Ja, gut, aber trotzdem. Also die Schotten sind da jetzt nicht erpicht darauf, sich irgendwo hinzusetzen, wo vorher auch jemand seinen Popo da hingesetzt hat. Der du wolltest was ganz anderes sagen. Ja, ja. Auf jeden Fall, das können wir jetzt sicher sagen. Wenn euch ein Schotte angreift, dann ist der in Kriegsmodus.
dann kann es sein, dass man unter dem Rock nichts hat. Genau. Was wir machen, ist einfach lüften. Weil er beweglich sein muss. Einmal lüften und schon wird er abhauen. Ja, nee. Also, aber es haben auch viele geschrieben übrigens. Also für alle, die jetzt im Prinzip die Frage gestellt hat bei den Videos oder sowas, dann könnt ihr jetzt aufpassen. Da haben wir jetzt das erzählt, was das passiert oder was der Schotte unter seinem Rock hat. Genau, man hat uns auch gefragt, wieso wir keine Schottenröcke gekauft hätten. Also A, tragen wir sowas nicht und B, ja, in Edinburgh hätten wir für 80 Pfund sowas haben. Das ging sogar, ja, tatsächlich. Aber je mehr man wirklich in die ländlichen Regionen gekommen sind, 160 bis 200 Pfund wollten die da schon haben. Und nee, also A, tragen wir es nicht und B, dann ist das uns zu teuer. Genau. Genau, jetzt sprechen wir über das Gesetz. Wir haben ja gesagt, Entblößen ist ja nicht erlaubt, deshalb sind wir gesetzlich wieder unterwegs. Wir brauchen ja jetzt neuerdings, weil die Engländer ja und allgemein die Schotten würden ja gerne wieder in der EU, aber als Großbritannien allgemein sind nicht in der EU, deshalb braucht man da jetzt einen Reisepass. Wir empfehlen euch, wenn ihr einen Reisepass beantragt, dann sucht jetzt alles aus, wo man einen Reisepass braucht, damit man die nächsten 10 Jahre da irgendwas macht. Einen Stempel haben wir leider nicht reinbekommen. Nee. Ich habe gehofft, dass man einen Stempel kriegt. Das gibt es nicht. Also nur digital. Ich kann eins sagen, in diesem Jahr ist dieses, wie hieß denn das nochmal, was man in Amerika auch braucht, ERSA? IMS. Naja, auf jeden Fall diese ausführenden Dokumente, so nach dem Motto, wo man sich da komplett nackig machen muss, also nackig im Sinne von im Prinzip alle Angaben machen muss und so weiter, wie so das ganze Verhältnis und was weiß ich ist. Das braucht ihr ab nächstes Jahr. Das ist dieses Jahr noch nicht so, aber ab nächstes Jahr soll das da auch losgehen. Also für die Leute, die jetzt für nächstes Jahr planen, müsstet ihr mal genauer gucken. Da solltet ihr darauf achten. Ansonsten haben wir so ein paar Sachen vom ADAC. Diese Reiseinformationen uns geholt, da gibt es dann halt so ein paar Informationen auch, dass man so ein bisschen Wertsachen am besten beim Zoll einmal registrieren lassen soll, eine Liste machen soll mit seinen Seriennummern. Haben wir jetzt gemacht, aber wir haben nicht beim Zoll es angemeldet. Wir haben es anders gemacht in dem Sinne, also, weil wir haben ja ein Notebook dabei gehabt, weil wir geschnitten haben. Wir haben die Drohne und so weiter. Wir haben die Videos, aber lass mich doch auf den Punkt kommen. Mhm. Die Rechnung von dem Rechner, die hatten wir ausgedruckt, die waren in unseren Unterlagen dabei. Ja. Alle anderen Rechnungen waren halt hier drauf auf den Rechner, damit wir einfach sagen können, da kann man das dann nachvollziehen. Genau. Sonst wäre es halt ein Formular. Ich habe auch mit dem Zoll in Braunschweig Kontakt aufgenommen, um einfach mal nachzuhören, wie sieht es aus. Und die, ich habe auch relativ schnell Antwort bekommen und die Dame hat dann gesagt, ja, theoretisch wäre es dieses eine Dokument, das verlinke euch auch unten, das sollte man ausfüllen, aber sie kann halt nicht sagen, wie es halt in den Niederlanden gemacht wird. Genau. Und ja, wir hatten ja auch dann noch Lebensmittel an Bord, die wir nicht alles verzehren konnten. Da haben wir dann auch nachgefragt, was machen wir damit eigentlich? Ja, genau, also die wir dann im Prinzip von dem Ausland, also von dem Nicht-EU-Land, von der Insel wieder in die EU einschleppen müssen. Also generell ist es so, alle Lebensmittel, also Milchprodukte und Fleischprodukte ist das Einführen in die EU untersagt. Das heißt, dürft ihr nicht. Ganz genau genommen, dürft ihr das einfach nicht. Wir haben das nicht weggemacht, das sage ich auch ganz klar, weil das war mir zu blöd, Lebensmittel einfach wegzuschmeißen. Also sorry, aber irgendwo hört es auch mal auf. Wir sind auf einem Wochenende angekommen, wo wir nicht hier hätten auch einkaufen können und so weiter und irgendwo müssen wir auch mal was essen. Wir haben das jetzt einfach gemacht und ich kann es mal so sagen, es hat sich keine Sau dafür interessiert. So war es einfach. Ob wir nun den Kühlschrank voll mit Fleisch oder sonst was haben, wurscht. Ob wir Cider und Bier und so weiter, die Freigrenzen überschritten hätten, war auch egal. Aber daran haben wir uns natürlich gehalten. Also das haben wir schon gemacht. Bloß Lebensmitteln haben wir zumindest, dass wir die 2 Tage über die Runden kommen. Das haben wir also gemacht. Wir haben alles, bevor wir bevor wir wieder zu Hause, war alles vernichtet. Aber das war alles aufgegessen. Ne? Wir haben es einfach nicht eingesehen, weil das ist ein Lebensmittel. Großbritannien war bis 2021 noch EU-Partner und alles sowas. Und dann, ihr seid doch bekloppt. Ja. Das sind gute Lebensmittel, die sind im Kühlschrank. Wir verfüttern das nicht. Also ja, man kann uns dafür anpieseln, dass man sagen kann, kann man doch nicht machen. Also, ja. Wir sind gegen Lebensmittelverschwendung in dem großen Stil, das muss einfach nicht sein. Genau, sonst, was haben wir sonst noch gemacht? Also für die Drohne, falls es Drohnenflieger unter euch gibt, habt ihr eine Drohne, die schwerer ist als 250 Kilo, müsst ihr dort, 250 Gramm. Natürlich, müsst ihr dort eine License sozusagen vorweisen, das heißt, dass ihr auch Drohneninhaber im Prinzip seid, mit Führerschein und so weiter und so fort.
Und ihr müsst das Flugobjekt natürlich auch registrieren. Also das ist eine ID, die man dann bekommt. Das muss man aber auch schon bei der 250 Gramm Drohne. Also das auch, das habe ich auch gemacht. Das hat irgendwie so 10 Pfund oder sowas gekostet. Das war ja alles kein Problem. Dann also hat man 12 eine Nummer. Euro. Genau, dann hat man eine Nummer bekommen und diese Nummer, die habe ich dann im Prinzip auf die Drohne aufgeklebt. So, gut ist die Kiste. Also das war keine große Nummer. Und sonst, haben wir sonst noch irgendwas ausgegeben, vorher gekauft? Maut oder sowas? Gar nein, nicht, nix. Haben wir auch nichts bezahlt. Also es gibt keine Maut in England. Also wir sind so gefahren, Harwich hast genau. Du ja, kommst ja auch über London, das ist schon mal immer wichtig, weil London, das ist das große Problem. Da wenn ist eine halt, Brücke, die müsst, da müsst ihr Maut bezahlen. Wenn ihr Calais und so fahrt, dann habt ihr immer das Problem, dass ihr London drauf habt. Das hat ja Ronny auch gesagt. Ja. Das war in dem Sinne doch eher ein Fehler, das da zu machen. Ja. Also Harwich ist schon, da spart man wirklich was. Das empfehle euch, da empfehlen wir euch definitiv die Videos von Kai, die Anreise. Mhm. Und bei der Abreise weiß ich gar nicht, ob er das gesagt hat. Da haben wir da ist er auch Sachen, zurückgekommen. Ja, wir haben aber auf andere Sachen dann gehört und nicht, ob er das gesagt hat. Ja. Auf jeden Fall, Hoek van Holland, Harwich ist halt die günstigste Fähre mit und halt mauttechnisch habt ihr dann keine Probleme in UK. Klar, es gibt immer wieder Städte. Wenn ihr ADAC-Mitglied seid, holt euch einfach die Informationen. Genau. Da kann man nichts verkehrt machen. Und Einreise war und Ausreise war auch gar kein Problem. Das ging alles problemlos. Ihr müsstet nur einmal kurz sagen, was ihr machen wollt und so weiter. Und wir haben dann kurz gesagt, wir machen hier Urlaub und sind auf dem Weg nach Schottland. Und dann war das Thema durch. Der Zöllner, der hat sich gefreut. Der hat nochmal kurz gesagt, ach Schottland, cool, das ist ganz toll da und so. Und dann war es das. Also, null Probleme. Es hat auch keiner in unser Auto reingeguckt. Null. Weder bei der Hinreise noch, also Einreise noch bei der Ausreise. Sie haben halt die einfach in die Augen geschaut und wussten, die lasse ich besser weiterfahren. Das gibt nur Ärger, ne? Unser abschließendes Fazit. Wie gesagt, ihr habt es schon mitgemerkt, also YouTube-technisch natürlich für uns ein völliges Desaster, muss man sagen. Was die Aufrufszahlen angeht, was die Bilder angeht, die wir dort gesehen haben. Ich bin gerade halt auch am Schneiden für euch das Video von New Slane's Castle. Ja, kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Deshalb, also ich freue mich, das da weiter zu schneiden und das dann auch zu sehen. Das war schon genial. Also für die Bilder, da freuen wir uns, da haben wir eine schöne Erinnerung. Ja. Aber wie gesagt, für YouTube war das absolut nicht war gut. Nicht interessant genug für euch. Ich finde es auch schade, dass wir euch nicht animieren konnten, einfach mal bei uns zu schauen, wie wir Schottland erleben, weil das muss man sagen, Schottland erlebt jeder anders. Wir haben uns ein Video von Kai angeguckt, von Dirk angeguckt, auch von den Pepperonis on Tour. Das haben wir jetzt uns auch alles vorher angeschaut, obwohl wir es ja selber erleben und selbst mittendrin. Und dann, ach, die waren da, weil eines kann ich nur sagen, keiner erlebt es so gleich wie der andere. Das ist richtig, jeder sieht was anderes. Und deshalb war es schade, dass die Videos nicht den Anklang gefunden haben, aber dazu haben wir das Mimimi-Video gemacht. Wir haben eine schöne Erinnerung. Mhm. Würden, wie gesagt, nicht nochmal mit dem Camper hinfahren wollen. Wir haben noch die ein oder andere Sache, weil ich möchte immer noch mit dem Harry Potter Express fahren. Ja. Und dazu kann man aber eine Kreuzfahrt darüber machen oder eine Busfahrt. Also Schottland hat uns bestimmt nicht das letzte Mal gesehen. Nie würden wir ähnlich sagen, weil wer weiß, ob wir nicht irgendwann einen riesen Panzer haben. Dann fahren wir darüber, dann stören die Singletrack-Routen, dann müssen die alle raus. Also man weiß es nicht. Genau. Gut. Dann die große Frage, ja, was haben wir verpasst? Welche Informationen haben wir jetzt auch nicht gegeben, die ihr euch noch interessiert? Dann einfach runter in die Kommentare schreiben. Da werden wir es dann beantworten, wenn wir was wissen. Ja, als nächstes auf unserem Kanal an Reisevideos, wie gesagt, Wochenend-Vlogs haben wir auf jeden Fall dran. Der Caravan-Salon steht dann irgendwann vor der Tür und dann schauen wir mal, was das Jahr noch so bringt. Denn das war unsere große Reise. Schottland 24. Wir bereuen es nicht und würden jetzt sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Habe ich nicht. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Schaut auf jeden Fall die Schottland-Videos nochmal. Wir empfehlen es euch wirklich. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.